Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei The Long Dark in einer neuen Aufnahmesession. Und in dieser Aufnahmesession habe ich vor, wieder zu der Mine zu gehen. Denn wir müssen ja noch ein bisschen die Stücke da finden vor der Mine. Die müssen wir noch einsammeln. Jetzt habe ich aber auch die Axt dabei. Sogar das Brecheisen, um den Spind zu öffnen in der Mine. Und sonst, was wir eventuell übersehen haben könnten. Diesmal habe ich auch eine Lampe dabei, die ja genug Brennstoff hat. Gut, ich würde dann sagen, dann machen wir uns auf den Weg zur Mine. Und zu der Lampe habe ich auch nochmal einen Hinweis von euch bekommen. Vielen lieben Dank dafür, dass man, wenn man eine Lampe hat, wo Brennstoff drin ist und man hat einen Kanister, einen großen Kanister im Rucksack, dann kriegt man Brennstoff wieder. Das wusste ich so auch nicht. Schauen wir uns erstmal die Lage hier an. Es sieht ganz ruhig aus. Ja, denn wir sind in einer neuen Aufnahmesession und da habe ich ja immer so ein bisschen meine Probleme mit der Genauigkeit des Bogens und so weiter, weil ich erstmal wieder reinkommen muss. Ich mache das ja jetzt immer so, dass ich kleinere Aufnahmesession mache und nicht mehr so große. Also, dass ich dann auch wiederum öfters The Long Dark spiele, weil vorher habe ich das immer so gemacht, ich habe mindestens 7 Folgen aufgenommen. Das waren dann auch mindestens 2 Wochen, wo ich nicht gespielt habe. Und jetzt gucke ich immer so, dass ich so 3-4 Folgen aufnehme, dass ich immer dann auf 7 komme die Woche. Aber immer halt, dass ich dann meine Regelmäßigkeit habe beim Spielen. Außer mich packt wieder die große Lust, dann spiele ich dann doch mal wiederum länger. Es ist also, es kommt drauf an. Kann auch nichts versprechen, aber ich versuche halt nicht so lange Aufnahmesessions zu machen, weil ich ja auch auf eure Kommentare eingehen möchte. Und das lässt sich dann schlecht umsetzen, wenn ihr mal was schreibt, was ich dann quasi erst 2-3 Wochen später machen kann. Das ist ein bisschen doof. Und deswegen will ich mich selber ein bisschen zügeln. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Es sieht relativ friedlich aus bisher. Habe ich den Schlafsack dabei? Ich meine, die brauche ich nicht. Ich habe den Aussichtsturm in der Nähe. Aber nur provisorisch habe ich jetzt nochmal geschaut. Aber den brauchen wir auch, wie gesagt, nicht. Wir können beim Aussichtspunkt schlafen. Das dürfte uns dann reichen. Ich gehe mal hier hoch. Bitte verstau dir nichts. So. Da sind wir auch schon fast da. Also so weit ist es jetzt nicht mehr. Außer es kommt mal wieder ein Wolf oder sowas. Das wäre natürlich sehr unschön. Erschöpfung geht. Wir laufen mal ein wenig. Denn es soll ja nicht so schlimm sein, wenn man nicht so viel dabei hat, wenn man nicht gerade überladen ist. So habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Aber für mein Empfinden ist das dann doch sehr viel Ausdauer, die da verloren geht. Also Erschöpfung sieht man da. Der Balken war gerade hier und jetzt ist er da. Also das ist schon heftig. Also ich lasse das mit dem Laufen dann doch sein. Das ist einfach, meiner Meinung nach, ist man da zu schnell erschöpft. Und das lohnt sich nicht. Außer man muss wegrennen, dann ist natürlich alles egal. Hauptsache man ist weg von der Gefahrenquelle. Ich würde ja jetzt lachen, jetzt wo wir nichts mehr von der Mine brauchen, wenn wir es jetzt einfach so easy schaffen würden. Jetzt spinnt mein, jetzt höre ich schon wieder merkwürdige Geräusche bei meinem Headset. Nicht, dass mir das noch kaputt geht. Das hatte ich schon mal bei irgendeinem Spiel. Ich glaube bei 7 Days to Die. Da habe ich da merkwürdige Geräusche gehört. Und in dem Spiel ist das ja so, dass es da Zombies gibt. Und ich denke mir die ganze Zeit, wo sind denn die Zombies? So ein komisches, unregelmäßiges Rauschen ist das. Ich hoffe, ihr hört das nicht in der Aufnahme.
ist auf jeden Fall sehr irritierend. Muss ich direkt mal nach dieser Folge schauen, wo das Problem ist und das dann lösen. Weil ich habe ja jetzt doch noch vor, nach dieser Folge mindestens 3 Folgen aufzunehmen. Das wäre ja unschön. So, bisher kommen wir ganz solide durch. Bisher. Bin überrascht, dass es so gut klappt. Ich meine, wir können auch im Rückweg einfach mal so, wenn wir dann eh noch viel Platz haben, Stöckchen und sowas mitnehmen. Ich meine, wenn wir Holz auf Reserve haben, ist auch nicht verkehrt. Denn ich habe noch was im Inventar, denn ich habe mir gedacht, wir können vielleicht mal angeln. Das haben wir viel zu selten gemacht. Wir haben es jetzt einmal gemacht wegen dem Erfolg. Aber wir haben jetzt auch nicht mehr so... Wir haben zwar noch was zu essen, aber ich will ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ich will nicht immer nur einen Wolf töten oder einen Bär zerlegen. Das hatten wir schon ziemlich oft. Einfach mal schauen. Wir haben ja genug Angelhaken, können auch genug herstellen, dass wir uns einfach mal ein bisschen auf Angeltour begeben. Kann ich auch ein bisschen Holz mitnehmen, gleichzeitig dann ein bisschen da kochen, weil da haben wir ja auch einen Ofen. Ist dann auf jeden Fall mal was anderes. Weil ich möchte, das habe ich ja schon mal erwähnt, nicht direkt jetzt zum idyllischen Teil, weil ich ja, ich habe vor, noch ein Weilchen zu überleben und deswegen nutze ich noch die Gunst der Stunde und nutze das idyllische, nein, nutze den Coastal Highway noch ein bisschen aus, weil wir hier halt noch Möglichkeiten haben. Ich meine, klar, idyllische Tal, gut und schön, aber man muss ja nichts auf Biegen und Brechen versuchen. Und eventuell, ja, was heißt eventuell, bis dahin müssen wir auf jeden Fall, bevor wir zum idyllischen Tal gehen, nochmal alles reparieren, uns einen neuen Bogen craften. Weil unserer ist nicht mehr so im Top-Zustand. Das müssen wir dann natürlich noch ändern. Hatte ich das mit dem Holz jetzt übersehen? Ach, ich sehe es sowieso am Rückweg, weil das war ja nämlich auf der Rückseite des Berges irgendwo. Wenn wir dann noch mitnehmen. Aber wir kamen echt ohne Probleme. Kein Sturm, kein Wolf, kein Bär. Ich glaube, die haben es langsam aufgegeben. Finde ich nicht verkehrt. So, wie war das? Nee, kein Schuss, das war nicht so, das war hier. Boah, das Geräusch vom Headset, das ist ein bisschen nervig. Ich hoffe echt, ihr hört das nicht in der Aufnahme. Ich werde das sehr schnell versuchen, hier in der zwischen den Folgen mal zu schauen, wo das Problem ist. Es geht mir selber auch sehr um Nerv. So, dann schauen wir uns mal um. Ich meine eigentlich, dass wir hier so alles hatten. So, mal ein bisschen, hier geht es direkt zum richtigen Weg, das wissen wir ja. Aber jetzt haben wir ja auch die Lampe und jetzt können wir ja auch hier ein bisschen genauer schauen. Weil mit der Fackel war es ein bisschen schwierig zu sehen. So, hier hätten wir diese Kammer. Hier hätten wir auch alles ausgeplündert. Ach, das sieht man jetzt auch, hier ist dann, das sieht so merkwürdig aus. So, das wäre das hier. Hier ist dann soweit nichts. Aber wir haben auf jeden Fall noch den Spind, der verschlossen ist, der uns dann hoffentlich auch irgendwie was bringt. So, ich beeile mich jetzt hier ein bisschen, weil das hatten wir ja schon alles. Genau, hier haben wir den Spind. Den brechen wir mal auf. Metallschrott, Salzcracker. Oh, Arbeitsstiefel, Dosenöffner, kann man alles mitnehmen, kein Problem. Da vorne haben wir noch was zum Kaputtmachen, Kiste, die machen wir auch nochmal kaputt. Ich nehme jetzt hier alles mal eben mit, so mal eben wieder Licht anmachen. Jetzt haben wir den Platz. Oh, hier liegt noch Stoff, siehst du mal, habe ich hier doch noch was übersehen. Darunter liegt nichts. Die Kiste machen wir eben nochmal Lampe aus. Ich werde nichts verschwenden. 22 Minuten würde die dann ohne Sinn brennen. Muss ja auch nicht sein.
So, das wäre das. War hier sonst noch etwas? Welcher Weg war jetzt hier nochmal der richtige? Genau, das... Ach so, da kam man ja hin, glaube ich, ne? Da kam man von der anderen Seite hin. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was her, als ich das letzte Mal hier war. Hier war soweit nichts. Hier war die Leiche. Was haben wir denn hier noch? Wie sieht's mit der Erschöpfung? Ja, die Erschöpfung ist mal wieder übertrieben hochgegangen. Ja, das ist echt... Also ich finde eher, das ist eine Verschlechterung. Klar, man sollte nicht unendlich viel rennen können. Das mit dem Balken, mit der Ausdauer finde ich auch okay, aber mit der Erschöpfung finde ich, ist meiner Meinung nach ein bisschen zu übertrieben. Oder es sollte vielleicht auch dafür Skills geben, dass man die Ausdauer erhöhen kann. Weil es gibt ja fürs Kochen, fürs Nähen gibt es Skills, dass man das steigern kann. Und es wäre ja nicht so verkehrt, wenn man das dann auch noch hätte für die Ausdauer. Würde ich gut finden. So, dann sind wir mit der Hülle durch. Wir haben alles mitgenommen, was wir mitnehmen können hier. Jetzt können wir auf dem Rückweg noch Stoff mitnehmen. Welcher war jetzt denn hier der richtige Weg? Verwirrt, verwirrt. Hier ist der richtige Weg. Das war auch hier der richtige Weg. Dann müssen wir jetzt nach links. Ich gehe jetzt auch mal langsam, damit die Ausdauer sich mal ein bisschen auffüllt. Na komm schon. Ist am Schnaufen. Ja, das ist echt, ey. Ich lasse das jetzt wirklich sein mit dem Rennen. Das war jetzt so das letzte Mal. Sonst nur noch, wenn ich auf der Flucht bin. Weil, keine Ahnung, ist einfach zu übertrieben. Wir essen mal was. Komm, essen die Salzcracker. Und trinken uns was. Oder essen nochmal was. Ich habe das doch nach Zustand sortiert eigentlich. Wie der am Schnaufen ist. Als hätte der... Als wäre der 200 Meter gejoggt. Ich meine, ich bin zwar auch kein Athlet, aber das krieg selbst ich hin. Wie dem auch sei, die Mine haben wir soweit fertig. Das nächste Mal, wenn wir nur noch hier durch müssen, wenn wir zum idyllischen Tal gehen. Aber das war mir jetzt noch ein Anliegen, das hier wirklich alles fertig zu machen mit vernünftiger Ausrüstung. Sprich mit Lampe, Axt und Brecheisen. Und jetzt können wir dann die Hölzer noch mitnehmen. Boah, das Geräusch auf dem... Was ich hier höre, ist echt nervig. Ich hoffe echt, dass man das in der Aufnahme nicht hört. Und wenn doch, dann tut's mir leid. Ab der nächsten Folge ist das dann behoben. Nein, ich möchte einfach gar nichts ausgerüstet haben, aber das geht irgendwie nicht. Ich weiß es zumindest nicht. Na gut, dann würde ich sagen, ziehen wir los. Vielleicht müssen wir beim Aussichtspunkt eine Rast machen, weil wir 10 Meter gerannt sind in Abständen von ein bisschen Zeit und mal wieder erschöpft sind. War das nicht hier irgendwo? Ich weiß es gerade nicht. Wir werden es bestimmt noch sehen. Das wird nicht das Problem sein. Hier vorne war es doch, oder? Allgemein gibt es hier so auf dem Boden wenig Stöckchen. Da hinten ist es doch. Hier können wir auch ruhig mal das auseinandernehmen. Ich meine, Platz haben wir doch noch, oder?
Ja, wir müssen, sind halt jetzt nur platzmäßig halt voll, weil wir erschöpft sind, übertrieben. Können aber Rast machen beim Turm, ist auch kein Beinbruch. Hier auch nochmal. Also langsam wird das Wetter ein bisschen rauer. Ja, müde. Wir ruhen uns gleich aus. So, hier war auch noch ein Stock. Die sieht man manchmal so schlecht. So, das hätten wir auch. Dann gehen wir mal rauf. Ich hoffe, wir haben da nichts übersehen. Kam ja in den Kommentaren, manche sagen, die Dinger spawnen nach, manche sagen, die Dinger spawnen nicht nach, also Stöcke, und dass man dann Knappheit hat. Ich kann es bisher immer noch nicht hundertprozentig sagen. Ich bin aber der Meinung, dass ich beim Aussichtspunkt da die ganzen Stöcke eingesammelt habe und die waren dann weg. Auf jeden Fall kann ich das dann jetzt beurteilen, wenn wir nächstes Mal zum idyllischen Tal sind, und ich werde dann nochmal darauf achten, ob die Stöcke dann wirklich weg sind oder nicht. Aber ich kann es ja auch nicht so spielen, wie ihr es könnt. Was halt, es ist halt nur eine Aufnahme. Bis ich dann zum idyllischen Tal gehen sollte, da vergehen ja für euch dann mehrere Wochen. Das ist ja immer ein großer Unterschied, darf man ja nicht vergessen. Das hat aber ordentlich gegeben. Liegt doch gut was rum. Stöckchen sammeln. Immer gut was zu sammeln. Ich finde es auch ein bisschen unlogisch, dass man diese Stöcker nicht zum Trocknen hinlegen muss. Wiederum für die eigenen Sachen muss man immer alles ablegen, dies und das, und schauen und trocknen lassen. Ich finde, dann sollten sie das eigentlich auch dafür einführen. Aber gut, jetzt will ich mich beklagen. Ja, jetzt sind wir auch noch erschöpft. Wir sind ja gleich soweit. Nur die Ruhe. Jetzt nehmen wir hier noch die letzten Stöckchen mit. Dann haben wir auch die Nacht zum Ausruhen. Kann ja auch noch da oben was in den Schrank reinpacken an Holz, wenn es dann zu viel sein sollte, wovon ich eigentlich ausgehe. Aber ich wollte jetzt einfach mal gründlich sein, damit wir hier wirklich alles weg haben und ich mir sicher bin, dass ich hier alles gesammelt habe am Aussichtspunkt. Und das dann beobachten kann beim nächsten Mal, ob hier was Neues ist oder nicht. Boah, da ist aber noch viel. Durstig, hungrig. Oh, es kommt aber alles zusammen hier. So, dann gönnen wir uns jetzt mal ein bisschen was. Gönnen uns noch mehr und dann noch mal was. Können wir sogar noch mal was gönnen, boah. Noch mal was. Ist aber heftig hier. Jetzt sieht es aber schon wieder knapper aus, was Essen anbelangt. Trinken haben wir jetzt auch fast, ja, ein bisschen mehr als einen halben Liter getrunken. Können wir schon alles hin. So weit weg ist es jetzt auch nicht bis nach Hause. Können wir es jetzt gleich auch ausruhen. Haben wir jetzt nur noch das hier, ne? Ja, neblig ist es jetzt auch noch. Komm, das nehmen wir noch alles mit hier an dieser Stelle. Scheiße, das ist ja nur ein Riesenast. Komm schon. Jetzt sind wir dann wirklich lahm unterwegs.
So, jetzt haben wir hier Stöckchen gesammelt ohne Ende. Ich würde sagen, ich begebe mich jetzt zum Aussichtspunkt. Dort werde ich ein Weilchen schlafen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann ausgeruht und wahrscheinlich sehr hungrig in der nächsten Folge wieder. Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid und das auch schon übermorgen. Und bis dahin, ciao.